Herzlich willkommen hier bei uns bei der Firma Keubrider. Ja, die gute Zeit fängt wieder an vom Jahr. Wir haben gleich wieder warm genug, dass wir schöne neue Fische einsetzen können. Langsam aber sicher geht es auf die Richtung 18 Grad im Teich. Und dann ist ja eigentlich der Moment, wo wir vielleicht wieder mal einen neuen Fisch reintun können. Uns ist aufgefallen, dass viele Kunden nicht wissen, dass wir regelmässig Koi auch versteigern bei uns auf der Website. Ich möchte euch jetzt hier eigentlich nachfolgend mal aufzeigen, wo ihr euch hier genau könntet anmelden könnt, dass vielleicht der eine oder andere von euch in Zukunft auch mal mitbieten könnte. Und vielleicht mit viel Glück auch in dieser Aktion ein kleines Schnäppchen machen könnte und vielleicht einen Topfisch zu einem richtig guten Preis kann für sich ergattern. So, also, wir schauen uns jetzt mal miteinander an, wie man hier bei so einer Aktion bei uns mitmachen kann. Und zwar fängt eigentlich alles an mit einem Login auf unserer Website. Ich denke, der eine oder andere hat sicher bereits so ein Login. Für die, die noch kein Login haben, das ist also ganz einfach. Ihr kennt sicher unsere Website hier, keubrider.ch. Geht ihr einfach mal auf die Website drauf. Und nachher würden wir miteinander hier ein Konto erstellen. Also ihr könnt jetzt eigentlich im Prinzip ganz einfach auf Anmelden gehen. Und nachher müsst ihr eigentlich hier ganz einfach hier die Pflichtfelder ausfüllen. Ist also ganz simpel. Namen und so weiter. Also im Prinzip einfach hier überall, wo es hier so ein bisschen orangelich ist, ausfüllen. Und nachher im Prinzip einfach hier unten auf Weiter klicken. Und das ist eigentlich dann schon gewesen. Euer Login ist erstellt. Ich kann natürlich bereits eins. Kann im Prinzip eigentlich hier nur noch auf Anmelden klicken. Ich drücke hier drauf. Und du mich entsprechend einmal einloggen. So. Voilà. Und schon wäre ich drin. Ich bin angemeldet. Jetzt, und das ist natürlich das, warum wir das Login gemacht haben, das, was interessant wird, es geht um unsere Koi-Auktionen. Ihr müsst also wirklich einfach nur auf unsere Startseite draufgehen. Und dann haben wir eigentlich wirklich schon auf der Startseite vorne drauf immer die aktuellen Koi, die gerade in dieser Woche aktuell in der Auktion sind. Dann können wir eigentlich nur noch hier draufklicken, auf die Auktion. Und dann kommen die Fische. Grösser. Können wir hier im Prinzip dann nachher auch, wenn uns zum Beispiel so der Beniki Kokurio gefällt, drücken wir hier drauf und können noch ein bisschen im Detail anschauen. Also wir haben hier im Prinzip die ganzen Angaben, wie gross das der Fisch ist, wie alt das der Fisch ist, was für ein Geschlecht er hat und so weiter. Da haben wir einen in Bildform, weiter unten haben wir eine kleine Beschreibung dazu und natürlich auch das entsprechende Video, wo wir dann schauen können, wenn wir wollen. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir hätten gerne den Beniki Kokurio gekauft. Dann können wir hier, wenn wir drauf sind, wenn wir auf den Fisch drauf geklickt haben, können wir dann noch eigentlich hier in das Feld rein und können dann hier auf den Fisch bieten. Aktuell hat er momentan einen Wert von 101 Franken. Wenn wir jetzt sagen, jawohl, wir wollen den Fisch, dann müssen wir einfach Minimum 102 Franken bieten. Ich mache jetzt das mal, drücken wir jetzt hier mal 102 Franken und drücken nachher hier auf Bieten. So, wenn ihr jetzt so seht, geht das Pop-up auf. Jetzt kommt Ihr Gebot von 102 Franken war erfolgreich. So, das ist super. Wir haben erfolgreich geboten. Jetzt ist es natürlich ein bisschen so, wir können jetzt ja nicht den ganzen Tag am Computer hocken und hier zuschauen, wie hier gesteigert wird. Darum gibt es eigentlich bei uns das sogenannte Maximalgebot. Sprich, wir können jetzt sagen, gut, der Fisch ist mir jetzt zum Beispiel Maximum 500 Franken wert. Ich könnte jetzt, ich mache es jetzt nicht, ich wollte jetzt hier nicht euch rausdrängen aus der aktuellen Auktion, aber ich könnte jetzt hier 500 Franken drin machen und nachher auf Bieten drücken. Dass es ein bisschen einfacher geht, sagen wir, gut, komm, mache jetzt hier mal 105 Franken und drücken auf Bieten. Dann kommt wieder, Ihr Gebot war erfolgreich. Jetzt ist es eigentlich so, wenn der Nächste jetzt kommt und 103 Franken klickt, dann wird eigentlich durch die Maximum-Gebot-Option wird eigentlich automatisch der andere Kunde um einen Franken überboten. Also das ist eigentlich im Prinzip eine Funktion, dass ihr nicht ständig am Computer sitzen müsst, dass eigentlich der Computer eigentlich für euch automatisch immer mitbietet, bis zum Maximum-Gebot, das ihr für den Fisch zahlen wollt. Jetzt, wenn ihr jetzt so zum Beispiel 500 Franken eingegeben hättet, dann ist es aber noch am Ende nicht so, dass ihr auch zwingend 500 Franken zahlen müsst. Es wird einfach im Prinzip das zweite Gebot, das noch rum gewesen wäre, um 1 Franken überboten. Also wenn jetzt zum Beispiel ein anderer kommt, 350 Franken,
als Maximum drin hätte, dann wird euch der Fisch einfach am Schluss 351 kosten. So, jetzt gehen wir weiter. Das wäre eigentlich jetzt das Thema mit dem Maximalgebot gewesen. Hier unten haben wir dann eigentlich auch jeweils bei diesen Fischen sehen wir eigentlich genau nochmal die ganzen Regeln, wie das Ganze abläuft. Ich sage etwas vom Wichtigsten und was auch die einen oder anderen Kunden verwirrt hat, ist eigentlich hier die sogenannte 3-Minuten-Regel. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, als wenn jemand 3 Minuten vor Schluss nochmal würde bieten auf diesen Fisch, dass dann automatisch die Auktion nochmal verlängert wird. Und das müsst ihr euch auch ein bisschen merken, weil es ist also effektiv so, dass viele Leute halt dann bis am Sonntag, wo dann auch die Auktion endet, dass viele Leute bis zu dem Moment warten und eigentlich dann erst effektiv anfangen zu bieten. Also sicher für den einen oder anderen auch ein Tipp, schaut eigentlich vor allem am Sonntag dann schauen, weil dann gehen eigentlich die meisten Gebote raus. Ja, ich sage, viel mehr ist das eigentlich nicht. Ihr müsst eigentlich hier, wie gesagt, einfach hier euch ein Login machen. Ist wirklich ganz simpel, wenn ihr euch das gewöhnt seid. Falls jemand Schwierigkeiten hätte, das zu machen, meldet euch doch melden bei uns. Und dann kann man euch entsprechend hier auch helfen bei dieser Anmeldung. So, jetzt wisst ihr, wie das funktioniert mit dieser Anmeldung und wie das auch funktioniert eigentlich mit den Regeln, die dort sind in diesen Aktionen. Jetzt fragt ihr euch aber natürlich wahrscheinlich, was für Fische kommen denn hier auch explizit. Möchte ich jetzt hier in diesem Becken auch mal ein paar von diesen Fischen zeigen. Die Fische sind also auch bei uns ersichtlich. Also wenn ihr einen gesehen habt online und denkt, hey, das wäre noch etwas, dann könnt ihr natürlich auch noch schnell bei uns vorbeikommen und dort zuerst noch live anschauen, bevor ihr dann auf den Fisch steigert. Ich mache jetzt hier mal das Becken aufmachen und dann schauen wir mal ein paar Perlen an, wo die nächsten Wochen einmal werden in dieser Auktion drin sein. So, wir haben hier einen super schönen Beniki Kokurio. Das ist jetzt einer der besseren Nissei, die wir hier haben. Sie sind natürlich eher etwas grösser. Wir haben auch viele Small Nissei hier, also zweijährige, die halt schon etwas kleiner sind. Das ist jetzt halt ein Deutzegoi, also ein unbeschuppter. Die sind tendenziell schon nicht so gleich gute Wachser wie jetzt die beschuppten Koi. Was jetzt bei dem Koi speziell auffällt, ist der gute metallische Glanz. Das ist ein Metallic-Koi, wie man hier sieht. Und was auch sehr cool ist, ist eigentlich die fast parallel laufende Rückenbeschuppung, wo überall auch ein bisschen Glanz drin ist. Also das ist wirklich ein Prachtexemplar, das sicher jeden Teich würde aufwerten. Jetzt schauen wir mal, was wir hier sonst noch alles haben. Ich kann natürlich hier nicht vollumfänglich euch alles zeigen. Ich muss mich heute auf 3 Fische beschränken. Mal schauen, was wir hier sonst noch schön schwimmen haben. So. Wieder einen verwischt. Also ihr seht, ich tue jetzt auch gar nicht lange aussuchen. Ich nehme einfach den nächsten Beste raus. Das sind also alles tolle Fische, die hier schwimmen. Hier haben wir den allseits beliebten Ginnerin Jagoi. Das ist jetzt ein hellerer Fisch. Die gibt es eigentlich in allen Farbschlägen. Eigentlich von olivgrün, also grün ist jetzt übertrieben, auch von einem Olivschimmer bis ganz dunkelbraun gibt es die eigentlich in allen Farbschlägen. Das ist jetzt auch wirklich ein besonders schönes Exemplar mit einem super schönen Glanz, also einem super schönen Ginnerin. Sind ja eigentlich unter den Koi mitunter die freundlichsten Koi überhaupt, die halt einen super Charakter haben. Kann ich also für jeden Teich empfehlen, dass man sich so ein Tier besetzt, weil die halt einfach dazu führen, dass eigentlich alle anderen Koi auch sehr zutraulich und zahm werden. Ja. Mal schauen, was wir sonst noch so drin haben. Also Jagoi hat sehr viel, da werdet ihr auch nicht zu kurz kommen. Auch wenn ihr jetzt die ersten Auktionen hier bereits verpasst habt. Jetzt holen wir mal noch ein bisschen kleineren Führer. Den hat es natürlich auch drin. So. Einfach gerade hier den nächsten besten Klein, den ich habe. Ah, der Karaschi kommt auch gerade mit. Haben wir jetzt halt da mal 2 drin. Das sind jetzt kleinere Zweijährige, die wir haben. Das finde ich ganz ein schönes Exemplar. Das ist ein sogenannter Kinshova. Auffällig bei denen ist, dass die eigentlich eher so einen Orange-Touch als einen Rot-Touch haben, kann man sagen. Das ist im Prinzip der metallische Verwandte vom Shova. Finde ich jetzt persönlich ganz einen coolen Fisch. Hat eine lustige Zeichnung. Schönes Motoguro, also schöne Flossenzeichnung, finde ich persönlich ein richtig cooles Exemplar.
Und da hat sich auch noch gerade ein Karaschi geschlichen. Vorher haben wir den Chagoy drin gehabt. Karaschi ist eigentlich der allerzahmste Fischfallen, kann man sagen. Also auch von denen hat es ganz viel drin. Ich würde euch einfach empfehlen, schaut wöchentlich immer wieder mal ein bisschen reinschauen. Vielleicht habt ihr in Zukunft auch einen Auktionskoi bei euch daheim im Teich.